In Monkeyland leben etwa 550 Tiere. Das sind ca. 11 Primatenarten, unterschiedliche, die dort Aufnahmen gefunden haben, aus privater Haltung oder Labors oder aus Zoo, wo sie überschüssig waren. Und sie dürfen sich hier frei bewegen. Man muss auch keine Angst haben, dass sie abgehen, weil sie werden täglich ganz gut gefüttert und müssen darum nicht wegen Nahrungssuche noch weg. Einer von diesen Affen, oder zwei, drei auf jeden Fall, haben sich spezialisiert übrigens auf das Klauen von Brillen. Also ich habe meine Lesebrille ziemlich zackig am Anfang gerade schon versorgen gehabt. Gerade in unmittelbarer Nähe zum Monkeyland gibt es ein nächstes Sanctuary, und zwar damals für Vögel. Das ist eine riesengroße Voliere. Die ist jetzt natürlich überspannt mit einem Netz, sonst würden die Tiere alle samt abhauen. Und hat auch eins oder zwei solche drin, das sind sogenannte Ducker, eine der kleinsten Antilopen, die es gibt auf der Welt. Papageien sind sehr verspielt, wie man hier sieht. Sie haben auch den Rolf mal noch heimgesucht, einer davon. Und der andere ist da wirklich sehr lang, eigentlich mit dem Marcel auf dem Rücken rumtanzen. Ob Mistkäfer, Dungbeetle, Skarabäus oder wie man auch immer dem Tierli da will sagen, von denen hat es ganz viel im Adopark und die sind dort geschützt. Man darf es auch nicht überfahren, das heisst, die haben Vorfahrt. Und wieso, dass sie geschützt sind, sieht man, wenn man den Film weiter schaut, weil sie räumen die Strassen auf.
da habe ich im rechten Augenwinkel gesehen, dass ein Elefant steht, habe bremsen, bin zurückgefahren und stehe mit in der Herde. Kommen von hinten und von vorne, zum Glück nicht von oben und unten. Der Addo-Park ist übrigens 1931 zum Schutz der 11 letzten überlebenden Elefanten in der Region eingerichtet worden, nachdem man ihre Verwandten abgeschossen hat, weil sie einfach ein Mensch im Weg sind und immer wieder ihre Anlagen vertrampelt haben, also die menschlichen Anlagen vertrampelt haben. Und kurz bevor alle ausgerottet waren, hat man dann noch die Notbremse gezogen und seitdem gibt es den Park, der jetzt aufgebaut wird. Und inzwischen leben da nicht nur Elefanten drin, sondern es gibt auch einen Haufen Zebras, Oryx, Gnus und ganz einen Haufen andere Tiere, kleine, auch Webervögel. Und es geht bis zu den grössten Tieren, dem Loi, wo man seit 2003 auch wieder angesiedelt hat. Also man kann im Addo-Park tatsächlich den Big Five begegnen. Und da können wir einen Sekretär bei der Jagd beobachten.
Er gehört übrigens zu den Greifvögeln.